Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Adalbert Stifter. Kofferpacken. Der junge Mann band die Bücher in Stöße und legte sie in eine bereitstehende Kiste, deren Deckel er, als die Bücher untergebracht waren, festschraubte und mit einer Aufschrift versah. Hierauf ging er an seine Papiere. Alle Fächer des Schreibtisches und der zwei anderen Tische wurden herausgezogen und alle Schriften, die darin waren, Stück für Stück untersucht. Einiges wurde bloß angeschaut und an bestimmten Stellen zum sofortigen Einpacken zusammengelegt. Anderes wurde gelesen, manches zerrissen und auf die Erde geworfen und manches in die Rock- oder Brieftasche gelegt. Endlich, als auch alle Tischfächer leer waren und auf ihrem Boden nichts zeigten als den traurigen Staub, der die langen Jahre her hineingerieselt war, und die Spalten, die sich unterdessen in dem Holz gebildet hatten, band er auch die hingelegten Schriften in Bündel und legte sie in den Koffer. Als alles geendet war, wurde der Deckel geschlossen, das Riemenzeug verschnallt, das Schloss gesperrt und oben eine Aufschrift aufgeklebt.